Herzlich willkommen bei Transfermarkt TV am heutigen Donnerstag. Und auch heute sprechen wir über das Thema dieser Woche, die Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB. Wir sind da ein ganzes Stück weiter. Es scheint tatsächlich kurz vor Abschluss zu stehen, ein Leihgeschäft bis zum Sommer. Und wir wollen in diesem Zuge auch schon mal auf alle Rückholaktionen dieses Jahrtausends schauen beim BVB. Spieler, die erst abgegeben und dann später zurückgeholt wurden, hat sich das gelohnt. Wir werfen einen genauen Blick drauf. Wir starten aber erst einmal heute mit einem kleinen Transferticker, denn auch heute haben wir ein paar fixe Deals zu vermelden. Unter anderem hat Eintracht Frankfurt in Liga 2 zugeschlagen, genauer gesagt beim ersten FC Nürnberg. Da gab es ja das ein oder andere spannende Talent, was sich da in der Hinrunde ins Schaufenster gestellt hat. Unter anderem Nathaniel Brown, 20-jähriger Linksverteidiger, US-Amerikaner, und auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat er. Und er hat sich jetzt also für einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt entschieden. 3 Millionen Euro Ablösesumme und Boni können dann auch noch, sollte er sich bei der SGE durchsetzen, 3 Millionen Euro zusammenkommen. Und er wird jetzt erstmal für die Rückrunde an den ersten FC Nürnberg verliehen. Also ist er bei der SGE in Hessen erst ab Sommer so ein richtiger Neuzugang. Der FC Augsburg gibt einen Stürmer ab, und zwar Hervin Cardona, den Franzosen, der in Augsburg eigentlich nie so richtig angekommen ist. Vor einem Jahr wurde er geholt, seitdem 13 Partien, ein Tor, ein Assist für den FCA. Jetzt geht's in die französische zweite Liga, wie gesagt, für ein halbes Jahr auf Leihbasis zu AS Saint-Étienne, also ein absoluter Traditionsverein für Cardona. Der FC Chelsea hat die Notbremse gezogen, was die Leihe von Talent André Santos angeht. Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler wurde ja an Nottingham Forest verliehen, eigentlich noch bis zum Sommer, aber bei den Tricky Trees, da hat er keine Stiche gesehen. Deswegen haben die Blues ihren Leihspieler zurückgeholt. Jetzt wird wohl gerade ein neuer Leihclub für den Brasilianer gesucht. Ex-Milan-Stürmer Nikola Kalinic kehrt zum zweiten Mal zu Hajduk Split zurück. Und zwar tut er das für ein halbes Jahr bis zum Sommer. Und ganz besonders ein Hinhörer dabei, er wird das tun für 1 Euro Monatsgehalt, also ein symbolischer Preis. Und das Ganze ist dann wohl eine reine Herzensangelegenheit. Der Mainzer Profi Niklas Tauer zieht weiter. Er ist ja eigentlich noch bis zum Sommer ausgeliehen gewesen an Schalke 04, aber dort konnte er seit seinem Leihantritt nur 2 Partien absolvieren. Das war natürlich viel zu wenig für den defensiven Mittelfeldmann. Deswegen wurde die Leihe abgebrochen und er zieht weiter zum nächsten Leihgeschäft, und zwar nach Braunschweig. Und wir kommen direkt zu unserer heutigen Gerüchteküche und schauen da zunächst einmal zu Werder Bremen. Dort hat es einen vielversprechenden ablösefreien Sommerneuzugang gegeben in David Kownacki. Allerdings sind die Zahlen relativ ernüchternd, denn der 26-jährige Angreifer wartet immer noch auf seinen ersten Scorerpunkt in der Bundesliga für Werder Bremen. Deswegen wird natürlich ein bisschen geflüstert in der Gerüchteküche. Auch die Bild berichtet, dass es mögliche Interessenten gibt. Gleich 3 Stück aus der Bundesliga. 2 davon sollen sich aus den unteren Gefilden der Tabelle bewegen und sollen Interesse an Kownacki haben. Allerdings wird kein Club so richtig namentlich genannt. Im Sommer, da waren ja einige Vereine am Angreifer dran. Unter anderem Hoffenheim, Union Berlin, Freiburg, Borussia Mönchengladbach. Am Ende ging Kownacki nach Bremen, hat sich da bisher aber nicht durchgesetzt. Clemens Fritz, der Sportdirektor, der hat sich übrigens auch zu der Personalie geäußert. Er sagte, sei noch gar keiner von außen an die Werderaner herangetreten. Auch der Spieler habe keine Wechselabsichten geäußert und man plane auch weiter mit ihm. Also ein Abgang scheint doch eher unwahrscheinlich.
Spannende Meldung rund um den VfL Wolfsburg, denn die Niedersachsen haben offenbar richtig gute Karten, was eine Verpflichtung eines argentinischen Top-Talents angeht. Federico Redondo, der 20-Jährige, spielt im defensiven Mittelfeld und wird in seinem Heimatland durchaus gehypt. Vielleicht auch, weil sein Vater kein Unbekannter ist, der frühere Real Madrid-Profi Fernando Redondo. Der Spieler wurde bereits mit Real Madrid, Manchester United und dem FC Liverpool und auch noch einigen anderen Clubs in Verbindung gebracht. Aber wie man aus Argentinien hört, hat Wolfsburg wohl die besten Karten, was eine Verpflichtung angeht. Als Ablösesumme werden da 10 Millionen Euro genannt. Das ist ein bisschen mehr als der aktuelle Marktwert von Redondo. Der liegt nämlich bei 9 Millionen Euro. Hier nochmal die Leistungsdaten von den Argentinos Juniors. 58 Spiele bereits in der Karriere, 2 Tore, 2 Assists. Er hat seine Stärken wohl aber auch eher im Spielaufbau und in der Defensive. Und das wäre mal ein richtiger Hingucker, wenn die Wölfe den verpflichten würden. Aber es wird nicht mit einer schnellen Finalisierung gerechnet, da sich der Spieler gerade mit einer Nachwuchsmannschaft Argentiniens vorbereitet und wohl gerade keinen Kopf für mögliche Transfers hat. Ein spannender neuer Stürmer ist für Benfica im Anflug. Marcos Leonardo, 20 Jahre jung, kommt aus Brasilien, wird in seiner Heimat hochgehandelt. Nach den Top-Talenten Endrick und Vitor Roque ist er da so ein bisschen Hoffnungsträger Nummer 3, was die Offensivzukunft des Landes angeht. Bei seinem Verein, dem FC Santos, da wurde auch kein Hehl daraus gemacht, dass mit Benfica eigentlich alles geklärt sei. Das heißt, der Stürmer ist im Anflug. Dem SC Freiburg droht der Abgang eines Talents aus der eigenen U19, Berkay Yilmaz, Linksverteidiger, 18 Jahre jung, und Galatasaray ist wohl an den Spieler herangetreten und möchte ihn gerne verpflichten. Der türkische Rekordmeister hat demnach auch ein offizielles Angebot hinterlegt und die Gerüchte über die Zukunft, die ranken schon seit längerem. Auch Eintracht Frankfurt, die PSV Eindhoven, Real Betis und Besiktas wurden in den vergangenen Wochen in der Gerüchteküche mit dem Junioren-Nationalspieler in Verbindung gebracht und es heißt, dass es schwer wird für die Breisgauer, den Spieler zu halten. 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Union Berlin und 1. FC Köln. Die Zukunft von Sebastian Andersson könnte wieder bei einem 1. FC liegen, nämlich in Nürnberg. Dort trainiert der 32-jährige Schwede aktuell mit, ist ja seit Sommer vereinslos, hatte sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen. Nun also könnte der Mittelstürmer sich beim Club für neue Aufgaben empfehlen. Allerdings gibt es hier noch keine Wasserstandsmeldung, wie wahrscheinlich ein festes Engagement ist. So, und am Schluss der Gerüchteküche wollen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer auf unser Top-Thema schauen, auf das Gerücht der Woche. Jadon Sancho von Manchester United zurück zu Borussia Dortmund. Und es scheint so, so berichtet zumindest die Bild, als ob ein echter Durchbruch gelungen sei und das Ganze noch diese Woche abgeschlossen werden könnte. Es werden auch schon detaillierte Zahlen bei dem ganzen Deal genannt. 3 Millionen Euro Gesamtpaket, das heißt eine Beteiligung an Sanchos Gehalt und eine Leihgebühr, das schreibt die Bild. Und es müssen demnach wohl nur noch steuerliche Details geklärt werden, die sich unter anderem auf die Leihgebühr beziehen. Heißt, vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, mal schauen. Das Ganze steht kurz vor Abschluss. Und es wurde auch schon geschrieben, dass Sancho ins Trainingslager nach Spanien nachreisen soll. Das wäre die ideale Konstellation. Im spanischen Marbella befindet sich der BVB bis zum 9. Januar, also noch 6 Tage. Heißt, da ist dann noch genug Zeit für den verlorenen Sohn, der bereits bei Borussia Dortmund für Furore gesorgt hat, zurück zum Team zu stoßen.
Eine Rückholaktion bei Borussia Dortmund, das weckt natürlich Erinnerungen. Das gab es in diesem Jahrtausend schon eine gute Handvoll Mal. Und wir wollen mal ein bisschen auf die einzelnen Fälle schauen. Auf die Mario Götzes, auf die Shinji Kagawas, die es da schon gab. Und wie das Ganze jeweils geklappt hat. Hier sehen wir mal ein spannendes Bild. Das sind hier doch drei Fälle von Spielern, die den BVB erst verlassen haben, um dann einige Jahre später zurückzukommen. Der erste Fall, auf den wir gucken, das ist Mats Hummels. Auch übrigens zwei sehr schöne Bilder. Da sieht man, wie die Zeit auch an seinem Äußeren gearbeitet hat. Die Leistungsdaten vor dem Abschied, da hatte Hummels doch durchaus mehr Spiele beim BVB als seitdem. Aber die Leistungsdaten, die können sich auf jeden Fall sehen lassen. Beim Innenverteidiger sind die Tore und Vorlagen natürlich auch so ein bisschen zweitrangig. Wir müssen sagen, das Ganze war eine vernünftige Rückkehr. Er ist seit Jahren Stammspieler und Leistungsträger der Mannschaft und er war im Endeffekt auch seine gezahlte Ablöse wert. Verkauft hatte der BVB ihn ja für 35 Millionen und für 5 Millionen Euro weniger zurückgeholt. Mario Götze verließ den BVB 2013 und kam drei Jahre später vom FC Bayern zurück. Zwischenzeitlich hatte er noch das entscheidende WM-Tor 2014 geschossen. Bei ihm, spannend, verkauft wurde er für 37 Millionen Euro und kam ablösefrei zurück. Allerdings muss man sagen, seine Rückkehr war ja geprägt von Problemen. Die diagnostizierte Stoffwechselkrankheit 2017 und viele, viele Muskelverletzungen hatten ihn total aus der Bahn geworfen. Unterm Strich hat er selber ja auch seine Rückkehr mal als Fehler bezeichnet und über die Station Eindhoven und jetzt Eintracht Frankfurt musste er sich mühselig zurück in die Karriere kämpfen, um an alte Zeiten anzuknüpfen. Also hier muss man sagen, war die Rückkehr eher nicht von Erfolg geprägt. Shinji Kagawa ging 2012 für 16 Millionen Euro und kam dann zwei Jahre später für die Hälfte zurück. Von den Scorern her, das sehen wir, war es eigentlich eine ganz ordentliche Rückkehr. In jedem zweiten Spiel war er danach nämlich an einem Tor beteiligt, aber auch er war sehr häufig verletzt und dadurch nie so richtig im Spielrhythmus. Also wenn er gespielt hat, war es gut, allerdings muss man sagen, unterm Strich vielleicht etwas zu viel aus dem Takt gebracht. Nuri Sahin ging 2011, kam 2012. Er wurde ja erstmal dann geliehen von Real Madrid, ehe er später wieder fest verpflichtet wurde. Nach seiner festen Rückkehr ging es in Sachen Marktwert stetig bergab. Und er konnte auch nicht an seine erste Zeit bei Borussia Dortmund anknüpfen, hatte mit wahnsinnig vielen Verletzungen zu kämpfen. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, die Saison 2014-15 zu rekonstruieren. Sehnenentzündung, Knie-OP, Trainingsrückstand hatte er ganz lange Zeit, ein Muskelfaserriss im Adduktorenbereich und eine Sehnenreizung. In dieser ganzen Saison zum Beispiel hat er nur 9 Spiele absolviert. Jetzt ist er ja gerade in anderer Position zum BVB zurückgekehrt als Co-Trainer von Edin Terzic. Da wird es dann ja vielleicht besser laufen als bei seiner Spielerrückkehr. Und einen fast vergessenen Rückkehrer gab es in diesem Jahrtausend auch noch, Jörg Heinrich. Der ging 1998, hat ja mit dem BVB unter anderem die Champions League gewonnen, kam dann 2000 wieder. Er hat mit dem BVB noch die Meisterschaft gewonnen 2002 unter Matthias Sammer. Wenn er fit war, war er Stammspieler und konnte schon auch noch abliefern. Aber er hatte auch mit vielen, vielen Verletzungen zu kämpfen. Das zieht sich so ein bisschen durch bei den jeweiligen Spielern, dass sie nach Rückkehr doch oft ausfielen. Ja, und wir wollen natürlich euch fragen, was ist eure Meinung zu den Leistungen der bisherigen BVB-Rückkehr und könnte Sanchos Rückkehr, wenn sie denn tatsächlich zustande kommt, erfolgreich verlaufen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare. Und wir machen weiter mit unserer Statistik des Tages. Wir sind ja noch ganz frisch am Jahresanfang. Das heißt, seit ein paar Tagen, seit dem 1.1. dürfen Spieler, deren Vertrag am 30.6. ausläuft, ganz offiziell mit anderen Vereinen verhandeln. Und wir wollen natürlich mal einen Blick drauf werfen. Wer sind die wertvollsten Spieler in unserer Datenbank, die seit dem 1. Januar
extern verhandeln dürfen. Es sind einige sehr spannende Namen mit dabei. Guido Rodriguez, Marktwert 24 Millionen Euro bei Betis Sevilla. Ein ablösefreier Zugang würde sich da für jeden Club wohl lohnen. Noch ein Spieler aus La Liga, Mario Hermoso von Atletico Madrid, sogar 25 Millionen wert. Piotr Zielinski, mit Napoli im vergangenen Sommer Meister geworden, 30 Millionen Marktwert. Auch er hat keinen Vertrag im Sommer. Adrien Rabiot, der französische Nationalspieler, sogar 40 Millionen Euro wert. Und ganz vorne, na klar, man darf ihn nicht vergessen und das wird uns in diesem Jahr natürlich auch noch richtig verfolgen, Kylian Mbappé, einer der drei wertvollsten Spieler in unserer Datenbank. Und es stellt sich die gesamte Fußballwelt die Frage, wohin geht's mit dem Superstar? Wird es Real Madrid oder überrascht er uns dann doch noch mit einer anderen Idee? Sehr, sehr spannend. Jedenfalls darf er seit ein paar Tagen, mit wem er auch möchte, verhandeln. Und zum Schluss haben wir natürlich noch ein paar wichtige News-Ticker-Meldungen aus der Welt des Fußballs für euch. Und die erste, die kommt vom 1. FC Köln. Da hat man sich ja schweren Herzens von Steffen Baumgart getrennt, kurz vor Weihnachten. Und jetzt im neuen Jahr gibt es dann auch die fixe Regelung der Nachfolge. Es ist Timo Schulz, St. Pauli, Urgestein und dort auch sowas wie eine Kultfigur. Zuletzt hat er allerdings nicht so erfolgreich gearbeitet, denn er hat beim FC Basel nur 11 Partien bekommen. Nach den 11 Spielen musste er schon wieder gehen. Beim 1. FC Köln soll es dann wahlweise natürlich erfolgreicher werden. Luton Town aus der Premier League hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen und Andrews Townsend mit einem längerfristigen Vertrag ausgestattet. Der 32-Jährige war ja im Oktober als Vereinsloser gekommen, stand seither alle 11 Ligapartien auf dem Platz, ein Tor und 2 Assists sprang dabei raus. Er war eigentlich nur für sehr kurze Zeit gebunden, aber das Ganze hat so gut funktioniert, dass man ihm nun einen längerfristigen Vertrag gegeben hat. Die genaue Laufzeit wurde nicht mitgeteilt. Holstein Kiel, Tabellenführer der zweiten Liga, muss ohne Fiete Arp in die Rückrunde starten. Die Verletzung des 23-Jährigen aus dem Hannover-Spiel stellte sich als Sehnenanriss im Adduktorenbereich heraus. Das heißt einerseits, dass er im spanischen Trainingslager aktuell individuell arbeitet und auch danach wohl noch eine ganze Weile braucht, bis er wieder auf dem Platz stehen kann. James Milner jagt den Premier League-Rekord. Sein 632. Einsatz, dieser war ja in Diensten von Brighton am Dienstag, bedeutet, dass er mit Legende Ryan Giggs gleichzieht. Es fehlen noch 21 Spiele, bis er Rekordhalter Gareth Barry erreicht hat. Der hat 653 Partien. Das ist in dieser Spielzeit nicht mehr möglich, aber Milner hat eine Option, bei Brighton nochmal zu verlängern. Das heißt, wenn der 38-Jährige eine Saison ranhängt und halbwegs fit bleibt, dann sollte es klappen mit dem Premier League-Spielerekord. Beim VfL Wolfsburg heißt es, ein Torwart geht, Kuhn Kastels, einer kommt, Kamil Grabara, der polnische Nationalkeeper, und einer bleibt, denn Ersatztorwart Pavao Perwan hat seinen Vertrag verlängert. Der 36-jährige Österreicher bleibt bis 2025. Und die Umstrukturierung bei Schalke 04 nimmt Formen an. Marc Wilmots ist neuer Sportdirektor bei S04. Der 54-Jährige bringt ja ordentlich königsblaue Erfahrung mit, lange Zeit Spieler. Spitzname war immer Kampfschwein und mit Schalke gewann er den UEFA Cup und den DFB-Pokal. Das war's für den Moment von Transfermarkt TV. Ihr seid natürlich aber wie immer auch noch gefragt. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, genauso wie Fragen und Anregungen. Und dann haben wir hier wie immer auch noch ein paar Videoempfehlungen für euch. Dabei ganz viel Spaß und bis ganz bald hier bei TMTV. Ciao.